Ich habe mich diese Woche richtig toll gefreut. Ich habe nämlich Post bekommen, nämlich vom Hans Wenninger. Und der hat mir seinen neuen Kletterführer Seetestal geschickt. Gute Gelegenheit, euch mal ein bisschen was zum Klettern im Seetestal zu erzählen. Ich bin ja bekennender Norwegen-Fan, was Klettern angeht. Ich war schon diverse Male in Norwegen klettern. Auf den Lofoten zum Beispiel. Hier mal ein paar Aufnahmen davon. Seetestal liegt im Süden Norwegens zwischen Stavanger im Westen und Oslo im Osten und zwar genau nördlich von Kristiansand. Kristiansand ist der südlichste Zipfel Norwegens, eine kleine Fährstadt und auch da kommt man auch mit der Fähre an, wenn man von Hirtshals übersetzen möchte nach Norwegen. Man fährt dann noch 2,5 Stunden nach Norden bis in die Kommune Valle und ist dann eben im Klettergebiet Seetestal. Landschaftlich ist das hier echt der Hammer. Es gibt viele Zeltplätze, meistens in der Nähe von einem, von der Otra, also von dem Fluss oder an Seen. Also man kann dann auch Boot fahren. Angeln geht, glaube ich, auch. Mountainbiken ist dort auch eine Möglichkeit. Wandern. Also man kann vielfältig die Natur genießen. Bademöglichkeiten gibt es auch wunderbare im Seetestal. Also Badehose einpacken und Handtuch mitnehmen ist Pflicht. Die Kommune Valle ist am Klettern Tourismus interessiert. Und das geht sogar so weit, dass die lokale Sparkasse auch die Sanierung und das Einbohren von Routen mitfinanziert. Also zum Klettern überwiegend sind das mehr Seillängenrouten, die man dort klettern kann. Man kann auch bouldern gehen, lohnt sich schon ein bisschen. Zum Sportklettern würde ich es nicht empfehlen. Es gibt zwar einige Baseclimbs, das heißt an den langen Wänden unten so eine Art Klettergarten. Und es gibt auch einen Block mit sehr schweren Routen auch dran. Aber zum Sportklettern fährt man da nicht hin. Hier noch ein paar Aufnahmen aus dem Seetestal, damit ihr irgendwie eine Vorstellung davon habt, wie das Ganze aussieht. Einmal bin ich die Monsterwand geklettert, Fossegrim, eine 6er-Route E2 mit 13 Seillängen. Die Monsterwand ist so die längste Wand im Seetestal. Ist gut eingebohrt, also immer angemessen für den Schwierigkeit mit Haken versehen. 60 Meter Seil nicht vergessen, weil ohne 60 Meter Seil kommt man im Seetestal nicht weit. Die Routen sind einfach darauf abgestimmt, auch was das Abseilen angeht. Deswegen ganz wichtig, fahrt nicht ins Seetestal ohne ein 60 Meter Doppelseil. Da werdet ihr keinen Spaß haben. Letztes Jahr bin ich dann am Löfjell mal was Größeres geklettert, die Magic Wall, eine 8,8 Plus. Wir haben uns ein bisschen hochgemogelt und eine 7x1 draus gemacht. Da ist auch das Foto entstanden aus dem Kletterführer. Hier ein paar Aufnahmen davon. Video.
dann haben wir auch nochmal am Nomolandsfjeld, also direkt bei der Kommune Walle, neben dem Wasserfall, die Route einfach schön geklettert. Eine 6-E2. Ich würde die von der Schwierigkeit durchaus mit Science Friction aus Blo gleichsetzen. Und ich hoffe, dass ihr 2021 im Sommer wieder hinfahren könnt. Bleibt spannend.